Hallo, liebe Wohnmobilfreunde. Hier ist der Guido von GNS-TV. Ja, den Menschen hier neben mir, den kennt ihr natürlich, René von GNS Bettbusch. Ja, hallo zusammen. Hi, René. Ja. Ja, wir treffen uns heute Morgen, weil ich wieder mal im Lande bin. So ist es. Ich fahre ja demnächst wieder Richtung Winterreise los, geht ja nach Kroatien. Und da haben wir gesagt, es ist so schmuddelig gerade draußen, treffen wir uns, setzen uns schön in die neue Ausstellung. Ja. Die hast du ja umgebaut und hast dich relativ angestrengt, würde ich sagen. Ja. Du hast alles auf kleinsten Raum aufgebaut, was man so fürs Wohnmobil braucht. Doch. Erzähl mal, was hat er denn da, oder wie lange hast du denn gebraucht dafür? Das war ja doch ein bisschen Arbeit, oder? Das war ein bisschen Arbeit und noch natürlich versuchen, das Ganze zwischen den ganzen Aufträgen noch zu komprimieren. Da haben wir auch hier oder da mal ein halbes Stündchen noch in der Freizeit verbracht, um das hier ein bisschen umzugestalten und natürlich hier schön zu gestalten. Und ja, würde sagen, ist eigentlich sehr gelungen. Ja, die Fotos, die du mir zwischendurch zugeschickt hast, die kamen immer so nach 15 Uhr. Ja. Da habe ich mir schon gedacht, das machen sie, wenn sie irgendwo fertig sind und schieben das noch dazwischen. Gut, warum auch nicht? Ist ja auch ganz normal. Jetzt ist es ja so, wir machen ja diese Ausstellung für Kunden oder die es werden wollen, die... Genau. Ja, nicht, oder die nicht genau wissen, was sie wollen, weil sie auch nicht viel Ahnung davon haben, sage ich jetzt mal. Man hört ja heute alles, man kann sich ja alle YouTube-Videos angucken, man kriegt ja für jede Schraube kriegt man ja einen einzelnen Film. So ist es, ja. Mittlerweile jeder hat da irgendwas zu sagen und, oder hat eine, oder möchte seine Meinung durchdrücken. Da haben wir ja auch ein paar Spezies hier auf dem Kanal. Und das muss dann noch unbedingt so gemacht werden. Und da haben wir uns gedacht, wir machen eine vernünftige Ausstellung mit den Teilen, die wir als wichtig empfinden. Also ich sag mal, aus welchen Teilen besteht zum Beispiel eine Solaranlage? Wie groß muss die sein? So, das kann ich mir bei dir angucken. Wollte ich gerade sagen, genau das. Dass wir wirklich, wir haben ja sehr viele Kunden, die sich auch schon vorab informieren, ne, auf dem Kanal, auch auf diversen anderen privaten Kanälen, wo Camper was machen. Und da haben wir auch gesagt, dass die hier hinkommen können. Und dann können wir denen die ganzen Produkte mal zeigen. Die können sie anfassen. Wir können uns mit denen zusammensetzen. Wir können eine ausführliche Beratung machen. Es ist immer sehr wünschenswert, das Ganze natürlich terminlich abzustimmen, dass man auch wirklich für den Kunden die Zeit hat. Weil jeder nimmt natürlich da auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Und dann können wir uns auch wirklich für den einzelnen Kunden darauf konzentrieren, dass man das vielleicht kurz vorher anmeldet und dann kriegen wir da auch kurzfristig immer Termine und können dann hier wirklich in der Ausstellung ist alles funktionsfähig, den Kunden zeigen, was wir für Möglichkeiten haben und auch eventuell ja, verschiedene Flauseln, die da vielleicht auch auf manchen anderen Kanälen erzählt werden, denen auch mal, ja, wie soll ich sagen, mal zu erklären und wenn man dann die diversen Argumente bringt, sind die meisten Kunden auch direkt und sagen, ja, jetzt wie Sie das sagen, haben Sie eigentlich recht. Gut, das hört man speziell hier aus Bettbusch immer wieder. Ich kriege ja die Feedbacks, ich habe ja die letzten Videos, habe ich ja auch meine E-Mail-Adresse mal mit angegeben. Ja. Das hat keine Beratungsfunktion, sondern sicherlich auch, klar, wer das möchte, ist doch klar, das mache ich ja gerne. Aber es ging ja um andere Dinge, die sich Richtung Kroatien abspielen. Aber da kriegst du natürlich auch immer wieder Feedbacks und Reaktionen. Sagt, ja, in Bettbusch, wenn wir da sind wir hingefahren, da sind wir uns einig geworden. Da ist alles so, wie wir uns das vorstellen. Die waren freundlich, die Beratung war top und da haben wir uns gut aufgehoben gefühlt. Was ich aber noch mal sagen wollte, ich höre immer wieder auch auf diversen Camping- und Stellplätzen, dass man, wenn man als Familie reist, als Pärchen reist, überhaupt Familie, dass man sich nicht ganz einig ist, was man braucht. Er sagt, oh, ich komme mit einer Platte aus, ja, weil er das bezahlt oder auch nicht. Und sie sagt, dann kann ich ja endlich meine Kaffeemaschine betreiben. Ja? Also da stehen sich natürlich zwei Tiere gegenüber, die sich nicht einig sind. Und da wollen wir vielleicht hier auch ein bisschen Abhilfe schaffen und doch mal auch über Leistungen reden. Ja? Ich nenne das immer Leistungsstufe 1, 2, 3, das ist ja unendlich. Aber du kannst zum Beispiel mit einer kleinen Solaranlage nicht viel Strom produzieren. Also ein Kernkraftwerk baust du damit nicht auf. Richtig. Sondern du musst halt die Leistung anpassen und das nennt sich bei uns Beratungstermin. Ja, genau das. Bedarfsanalyse, ganz wichtig für den Wohnmobilisten oder den Wohnwagenfahrer überhaupt. Ja. Das ist ja schon mit dem Zelt so. Ja, wenn ich ein Handy aufladen will, nur ein Handy aufladen will und ich habe keinen Strom zur Verfügung, kann ich kein Handy aufladen. Nee. Dann gibt es
irgendwo bei einem bekannten Internethandel, gebe zu kleine Solarpads, die drückst du dann in dein Handy rein, dann kannst du auch dein Handy laden. Dann lädst du aber auch nur das hin. Weißt du, wie ich damit meine? Klar. So und viele versuchen aus ihrem Wohnmobil ein Perpedo Mobile zu machen. Also ich habe das noch nicht geschafft, du auch nicht. Nee. Deswegen ist das so wichtig, dass man einen Plan hat. Wollte ich gerade sagen, dass man einen Plan hat und dass die Kunden auch, dass man vielleicht auch gemeinschaftlich über diesen Plan redet. Oft haben ja dann die Kunden, klar, das sind Laien, ne, ist ganz klar, die haben sich vorab informiert, aber oft hat man auch als Kunde dann eine Vorstellung, wo man sagt, das kann man jetzt so gar nicht umsetzen. Da muss man wirklich entweder was mehr Solar oder eine andere Batterie, genau. Dass man wirklich auch, dass man sich als Kunde zuerst mal zu Hause Gedanken macht, wie stellt man sich das Reiseverhalten vor in den nächsten Jahren und auch wirklich jetzt teilweise schon die Weichen heute stellt, wenn man vielleicht in 3 Jahren mal E-Bikes laden will. Weil wir wollen ja auch, dass der Kunde glücklich ist mit dem Projekt und nicht, wir haben das jetzt und sagen, ja, das haben wir uns alles anders vorgestellt. Genau, das musst du mir doch sagen als Kunde, was du willst. Genau. Ja, wenn du hier ankützt und sagst, ich habe mir einen Wohnwagen gekauft, der soll auf dem Campingplatz stehen, haben wir einen Strombedarf. Aber wir würden gerne Fernsehen gucken. Da findest du genau, Solaranlage oder eine Lithiumbatterie brauchst du dem ja nicht anzubieten, das ist doch Schwachsinn. Ja. Es sei denn, er sagt, ja, ich fahre aber auch 6 Wochen damit nach, weiß ich wohin, und schon auch da, ist das wieder eine andere Geschichte. Genau. Aber so weißt du ja, was ist dem Sinne Wunsch, was möchte der gerne machen, wie zieht der das durch? Ja, ja, oder der Wohnmobilist kommt und sagt, ja, ich fahre sowieso nur am Wochenende, was muss ich denn haben? Kaffeemaschine möchte ich ja auch. Dann wird das natürlich kritisch. Dann kann, ob du das jetzt für das Wochenende auslegst oder für die nächsten 3 Wochen, spielt dann keine Rolle mehr. Deswegen ist dieses Beratungsding so wichtig. Genau das. Ja, ihr müsst sagen, das haben wir vor, richtig. Das ist der Plan. Genau. Ich arbeite vielleicht noch 1-2 Jahre, weil ich dann in Rente gehe. Zum Beispiel. Und dann möchte ich losfahren und mich auch irgendwo nicht auf Strom fixieren müssen. Dann wissen wir, aha, da können wir einen Step draus machen. Richtig. Das heißt, der kriegt vielleicht jetzt erstmal eine Lithiumbatterie mit 2 Platten. Ja. Ja, wir sehen genau, aha, da haben wir noch Platz. Wenn er das nicht direkt machen will, sage ich jetzt mal. Genau, klar. Viele machen das ja auch direkt. Die sagen, dann brauche ich ja in 2 Jahren nicht wiederkommen. Ja, oder ich kann das ja jetzt schon nutzen. Das ist ja auch eigener Vorteil. Aber wir können das individuell gestalten. Richtig, genau. Ne? Du hast die Möglichkeit, Platz zu lassen. Das machen wir sowieso immer. Wir verbauen uns ja nicht unsere eigenen Wege. Das teilen wir dem Kunden auch mit. Und der hat dann vielleicht auch den Eindruck, ja, in 2 Jahren kriege ich die und die Abfindung, wird ich, das kann ich ja alles ja nicht beurteilen. Nee, das muss der Kunde selber entscheiden und das ist aber wichtig, dass man da vorher darüber redet. Ich kenne nämlich viele, die vieles falsch gemacht haben. Das ist leider in unserem Sektor Reisemobil, hört man das leider wieder sehr oft. Das fängt meistens ja schon beim Kauf an, ne, wo die Kunden sagen, hätte ich das alles, was ich jetzt hier an Infos kriege, vorher gewusst. Ne, ist ja genau dasselbe, wenn man sich jetzt auch wieder für ein neues Mobil entscheidet, für auf einer Messe, die jetzt alle wieder anstehen. Kann man vorher mit uns sprechen, was macht Sinn mitzubestellen, was macht keinen Sinn zu bestellen und dass man dann wirklich auch schon auf das neue Fahrzeug vorab das ein oder andere Paket schon schnürt, dass man weiß, was auf einen zukommt. Na so, ich habe ein bisschen Hüsterchen, wenn ich zwischendurch mal räusper. Wir haben ja sogar, sind wir ja letztes Jahr hingegangen, ich sitze gerade hier vor dem Sonnengott, dem blende ich natürlich jetzt nochmal ein. Da sind wir ja hingegangen und haben gesagt, Mensch, es gibt ja auch viele, die das nur zeitweise nutzen. Ja, die wissen ganz genau, die fahren am Wochenende mal auf den Platz und vielleicht auch mal auch nicht. Du kommst mit 2 Platten auf. Ich mache das jetzt, ich sage jetzt einfach mal 2 Platten. Ja. So. Fahren aber 3 Wochen oder 4 Wochen nach Kroatien. Stehen auf einem schönen Platz, haben super schönes Wetter, aber keinen Stromanschluss. Hast du in Kroatien noch ganz oft. Oder Sardinien ist ganz groß im Kommen. Ja. Ja? Ich habe viele Berichte gelesen die letzten Wochen. Ja, wir kehren Kroatien den Rücken, weil teuer und im Sommer werden wir da abgezockt. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Da haben die Leute nicht ganz Unrecht. Nee. Ja, wir fahren nach Sardinien, da kostet das nur 1/3, habe ich gelesen. Ich war noch nie da. Mhm. Ich würde mir das gerne mal angucken, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich die Fotos oder die Filmberichte sehe, dann muss ich sagen, definitiv. Mein lieber Scholli. Ja. Ja, die Karibik da in Europa oder so. Also hätte ich jetzt nie da. Jedenfalls ist es ja so, dass dann so ein Sonnengott dazu beiträgt, dass du trotzdem wieder genug Strom hast. Du brauchst ja nicht fest montieren, du musst ja keine 100.000 Kilometer mit durch die Gegend schleppen, wenn du das ja nicht brauchst. So nimmst du das Ding mit, das ist ja ein Köfferchen, stellst du in eine Heckgarage, klickst den an, mehr musst du ja nicht machen. Nee. Ja, Thema durch. Dann hast du Faktor 3, das heißt so viel, als wenn du jetzt mit der Solaranlage, die du schon hast, kannst du deinem Nachbarn noch Strom mitgeben.
So ist es. Ja. So, und das wird auch hier angenommen. Definitiv. Nach wie vor. Schon Jacken Werbung mit dem Mac für den Sonnengott, weil er einfach so läuft. Ich wollte gerade sagen, jetzt auch gerade vor dem Winter oder jetzt im Winter haben wir schon sehr viele, die angefragt haben, sagen, ich mein Wohnmobil steht im Winter unterm Carport, Solaranlage liefert nichts. Und da haben die sich den Sonnengott und stellen sich neben das Carport, dass zumindest mit Erhaltungsladung ins Fahrzeug kommt, haben einen Standby-Lader drin, dass die Starterbatterie mitgespeist wird. Einfacher geht es doch nicht. Genau. Ne? Man muss keinen Stecker ziehen und nichts und ist quasi kostenneutral. Mache ich auch so. Ja. Ich nutze ihn sogar in den Sommermonaten, wenn ich dann mal zu Hause bin. Dann habe ich mir einen Einspeisewechselrichter montiert, ja, und speise ins Netz ein. Ja. Ich habe ja zwei Stück davon. Ja. Ja. Die kann ich beide unten in den Wechselrichter drücken. Ich darf ja, glaube ich, bis 800 Watt, darf ich? 800? Ja, ich wollte gerade sagen, kannst du ja jetzt erhöhen. Auf jede Kommune. Interessiert aber auch keinen. Ja. Also ich habe ein Gespräch mit einem, ich nenne das mal Stadtwerke-Mitarbeiter, ja, um nichts Falsches zu sagen. Der sagt, das kontrollieren wir ja nicht. Wir sind angewiesen, das ja nicht zu kontrollieren. Ja, wenn wir irgendwo jemanden haben, der 5.000 Euro im Monat an Stromrechnung bezahlt hat und jetzt nur noch 350, da gehen wir dann mal gucken. Naja. Ja, aber ansonsten ist das im Zuge der Energiesituation und Energiesparsituation und das, was man selber dazu beitragen kann, ist das natürlich eine große Nummer. Klar. Und ich muss sagen, ja, ich habe so eine Handysteuerung, da sehe ich, was fließt in das Netz ein. Da kann ich ständig unseren normalen Haushaltskühlschrank, da ist so ein, der mit die Türen, der hat ja auf der Seite ein riesengroßes Gefrierfach und auf der anderen Seite ein riesengroßes Gefrierfach, der läuft ständig über den Sonnengott. Also insofern, wenn du das ganze Jahr machen würdest, ist der Preis, der das Ding kostet, ganz schnell wieder. Ich wollte gerade sagen, hast du ganz schnell wieder. Also insofern bieten wir einige Alternativen an. Wir haben natürlich im Grunde genommen für unsere Wohnmobilisten oder für unsere Wohnwagenkunden die zusätzlichen Strom brauchen. Wollte ich gerade sagen. Ne? Ja. Oder fällt da noch eine andere? Ne, ne? Ja, oder die halt keinen Platz mehr um Dach haben, weil vielleicht kleines Fahrzeug, alles verbaut. Oder Kastenwagen zum Beispiel. Kastenwagen zum Beispiel, wollte ich gerade sagen, wo wir jetzt vielleicht den Bedarf nicht ganz drauf kriegen mit Platten. Und dann kann man natürlich eine schöne Alternative. Also der Sonnengott ist klasse. Ich hatte den ja letztes Jahr in Spanien mit, zwei Stück. Ja. Habe ich ja nicht gebraucht. Ich meine, ich hatte ja das ganze Dach voll. Ich habe die Sicherung von meiner Dachsolaranlage so rausgedreht, ja, um mal überhaupt zu gucken, wieso ist um 11 Uhr alles wieder voll. Ja, dann kannst du natürlich ja nicht irgendwann, Chris, hast du natürlich zu viel, ja, aber die Solaranlage abzuschalten hat mir dann gezeigt, dass du mit dem Sonnengott erheblich viel Strom einladen kannst. Also das da nochmal zu, wer da Informationen braucht. Ich blende nochmal unsere Homepage ein mit dem Kontaktformular. Da könnt ihr euch da informieren. Ja, wenn wir schon mal bei Solar sind. Wir sitzen ja vor der Solarausstellung und wir haben ja auch viele Solarmodule im Programm mit verschiedenen Maßen, aber mit der gleichen Stärke von der gleichen, vom gleichen Hersteller. Das heißt, wir können Dächer bedienen, die auch ein bisschen zugebaut sind, nenne ich das mal. Erzähl mal. Ich wollte gerade sagen, da ist zum Beispiel ja sehr bekannt Carthago, da haben wir ja sehr viele Fenster für den Bediener, schön, sehr viel Licht drin, aber ich muss sagen, sehr oft sehr viel verbaut am Dach und da haben wir natürlich hier die diversen Größen und Maße, wo wir auch wirklich jede kleinste Fläche noch ausnutzen können, wo wir auch mit schmalen Modulen sehr viele Flächen noch bedeckt kriegen und ja, da haben wir eigentlich bis jetzt jedes Dach gut mitgefüllt bekommen. Ja, deswegen haben wir die, weil wir können bis 35 Watt runtergehen. Das haben wir aber gar nicht mehr im Programm, weil das wirklich nur noch so windig ist. Und das rechnet sich dann wirklich nicht mehr. Ja? Aber ich sage, es hat normale 120er, dann etwas größer, 160, hier wird auch noch. Ja, wir arbeiten aber am liebsten mit dem 120er, weil er das auch schön versetzt machen kann. Und du kriegst ja dadurch auch die Fläche bzw. die Leistungen zusammen. So, dann machen wir mal Small. Das hängt hier unge. Small, dann haben wir noch ein 70x80 ist das. Ja, insofern kriegst du so ein Dach auch voll. Wer das mal sehen will, der kann sich mein neues Wohnmobildach angucken. Da sind nämlich alle drei Produkte verbaut, weil das auch, da kann man mal sehen, dass man ein kleines Dach trotzdem mit 600 Watt Solar zubekommt, obwohl da eine SAT-Antenne drauf ist und eine Klimaanlage und eine Oyster Connect und ein Haube hier und Haube da und keine Ahnung, was da alles ist. Ja, unser Favorit sowieso, Black-Kontakt-Zelle, Lötstreifen frei. Nochmal zu sehen, keine Lötstreifen in den einzelnen Zellen, kann ich immer nur betonen, weil ich habe ja mein Leben lang gesagt, gibt es etwas Besseres, haben wir das im Programm. Haben wir aber nicht,
Insofern hier wird auch nichts Besseres. Nein, ja? Also nichts Besseres. Ich bin ja immer fair. Es gibt Produkte, die sind genauso gut. Ja? Da ist aber der Preis wieder ein anderer. Da muss man dann auch aufpassen. Ja. Aber es gibt halt keins, was Besseres. Ja, dann können auch viele Werbemenschen erzählen, ja, wir speisen die auch mit 60 Volt ein. Wir haben ja Hochvoltmodule. Haben wir alles durchgetestet als Quatsch. Ja, habe ich ein Niedervoltmodul, wir haben 25 Volt. Da kommen am Ende 10 Ampere raus, nehme ich ein 60 Volt mit der gleichen Wattzahl, da muss man ja fair bleiben. Ja, ja, da kommen auch nur 10 Ampere raus. Da denkst du, wo ist jetzt der Vorteil? Die springen natürlich eher an, ja, aber was will ich mit 0,1 Ampere? Ja, das kann ich natürlich sagen, unsere Anlage springt eher an, ja, jetzt in dem Wintermonat. Wenn dann aber keine Sonne scheint, kriegst du damit genauso wenig Energie wie mit einem Niedervoltmodul. Also wir haben die Tests alle durch, die könnt ihr euch bei uns auf unserem YouTube-Kanal gerne angucken, von letztes Jahr und von davor das Jahr. Da will ich auch gar nicht mehr drauf ein. Es bleibt dabei, bei unserer Black-Kontaktzelle, hier ist er aufgebaut, wer da was Vernünftiges haben will, in einer kurzen Form, weil unser 120-Watt-Modul ist 1 Meter an 55, ist das richtig? Korrekt. So, es gibt kein anderes Modul auf dem Markt, was bei 120 Watt ein Meter lang ist. Ja, ja, das können wir aber mit der Black-Kontakt-Zelle, weil einfach die Zelle einen höheren Wirkungsgrad hat und deswegen brauchen wir weniger Fläche. Punkt. Das ist ganz einfach. Ja. Das kannst du überall nachlesen. So, ja, was haben wir noch? Ich sehe Batterien hier stehen. Richtig, ich traue mich ja nicht mehr über die 8 Jahre Garantie zu sprechen. Ja. Ja, ja, wird, ja, von einige Leute haben geschrieben, ist das nicht ein bisschen viel? Also ich habe hier bei dem einen oder anderen das Gefühl, nee, 8 Jahre Garantie, das wollen wir, das ist mir. Nee, also das ist nicht so gut wie 5 Jahre. Oder? Habe ich jetzt irgendwas vorweg? Okay, also vielleicht traut man uns das nicht zu, vielleicht wirkt das... Ja, nicht unseriös, das würde ich jetzt nicht sagen, aber unreell. Ja, also nochmal, Leute, 8 Jahre korrekt. Garantie, und zwar schmerzfreie Garantie. Ja. Nicht, ja Moment, jetzt müssen wir aber mit dem Computer auslesen, nein, ob du die Batterie mal unter 50% Kapazität entladen hast, sondern driss jibbet hin nicht. Nein. Ja? Oder ist die mal tief entladen gewesen? Das kann ich ja alles mit dem PC auslesen, das ist ja kein Thema. Hier wird aber hin nicht. 8 Jahre Garantie heißen 8 Jahre Garantie. Denn du kannst das Ding ja leer laden. Klar. Und du kannst auch das BMS-System überlasten und sagst, ich brauche die leer, die schaltet sich ja ab. Ja klar, natürlich kannst du das. Ja. Deswegen bieten wir das ja an. Ich wollte gerade sagen. Das ist ja nicht irgendeine Batterie, die in auf einem Gabelstapler steht, der jeden Tag wieder aufgeladen werden muss, nein, oder kann. Das ist so nicht. Du hast das Auto mal im Winter in der Halle stehen, beispielsweise, wenn du jetzt nicht damit fährst im Winter, nicht überwinterst, das ist klar, dann steht das Ding in der Halle, es kommt nichts und Solar rein und nach 3 Monaten wunderst du dich, dass die Batterie leer ist, weil das Eigenstrombedarf bei 2 Ampere ist. Dann ist jede Batterie irgendwann leer. So, dann hat das BMS-System das aber mitbekommen. Genau. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass du was kaputt gemacht hast. Wollte ich gerade sagen. Das ist der entscheidende Unterschied. Und deswegen geben wir volle 8 Jahre. 8 Jahre Garantie. Genau. Ich freue mich immer, wenn ich darüber erzählen darf, weil ich wüsste nicht, was da dran schlimm ist. Unser Hersteller hat so wenig Rückläufer gehabt die letzten 10 Jahre, beziehungsweise 12 hat er mir versichert. 12 Jahre lang hat er jetzt diese 8 der Zelle im Programm mit verschiedenen anderen Batterien für verschiedene andere Sportarten, auch im Mobilbau und wie heißen die Autos nochmal? Ja, die RC-Modellautos. Ja, genau, im Modellbau, das wollte ich sagen. Ja. Insofern hat er sich gedacht, okay, die letzten 4 Jahre ist nichts passiert, ja, von niemandem. Ja, die einzige Batterie, die ich zurückbekommen habe, die ist aus der ersten Etage vom Balkon gefallen, weil irgendeiner nicht aufgepasst hat. Gut, das ist natürlich keine Garantiefall. Nee, wollte ich gerade sagen, das ist ja jedem klar. Ja, so, aber... Da hat er gesagt, komm, wir machen die 8 Jahre Garantie. Und da will ich mal darauf hinweisen, wenn ihr also eine preislich interessante Batterie wollt, ja, die kostet ja jetzt nicht das Doppelte, nur weil die 8 Jahre Garantie hat, vergleicht das doch mal. Lass uns doch mal ein Angebot machen. Das ist doch ja kein Thema. Wollte ich gerade sagen. So, da haben wir da auch ganz kurz drüber gesprochen, über die 8 Jahre Garantie. Genau, wollte ich gerade sagen. So, dann noch ganz wichtig, bei uns steht eine Zahl drauf. Also nicht die 8 Jahre, sondern es steht eine andere Zahl noch drauf. Da sollten wir noch was zu sagen. Genau, wir haben ja auch unsere Batterien, ob es anfängt bei unserer 100 Amperestunden Batterie bis hin zu unserem Flaggschiff, die 500 Amperestunden. Und da muss man ganz klar sagen, es ist auch das drin, was draufsteht.
eigentlich auch falsch. Es ist sogar mehr drin als das, was draufsteht. Aber das, was draufsteht, kriegt jeder Kunde definitiv an Verbrauch aus dem Batterie raus. Also genau, wenn du sowas behauptest, dann muss ja mehr drin sein. Also unser Hersteller geht hin und macht, ich sag mal, bei der 500er haben wir 515 Amperestunden gemessen. Jetzt sind wir ja ganz schlaue, die haben ganz bestimmte Geräte, wo man das auch nur mitmachen kann, weil das allerbeste ist. Ja? Weil wer das immer noch glaubt, mein Gott, das ist doch in Ordnung. Ja, lass die Leute doch glauben, was sie wollen. So, aber der kriegt natürlich nur 485 daraus. Warum? Weil das Gerät bis zum Schluss mit 200 Ampere läuft oder mit 150 Ampere. Dann ist das ist klar. Das ist bei jeder Batterie aber so. Das würde ich dann gerne bei seinen Batterien auch mal machen. Ja, dann ist nämlich das Gleiche. Ja, die tun ja immer so, als wenn denen ihre, oder egal. Ja. So. Wenn ich aber jetzt hingehe und höre bei 485 auf, lass die Batterie eine halbe Stunde in Ruhe und zieh die dann mit 20 Ampere leer. Ich sag mal, komplette Beleuchtung ist noch an vom Wohnmobil. Du guckst eventuell noch Fernsehen. So, und dann set auf einmal das Messgerät 515 Amperestunden. Genau. Ja. Man muss die Physik im Griff haben. Definitiv. Wenn ich da keine Ahnung von habe, wie das am Ende funktioniert, dann kann man schlecht so was behaupten, wenn man keine sachverständigen Grundlagen hat. Das finde ich immer sehr, deswegen sind wir da sehr vorsichtig mit. Wenn ich einen Test mache, dann mache ich den immer, weil irgendwelche anderen Verrückten irgendwas behauptet haben. Dann kann ich nicht anders. Aber ich würde, so auf die Idee würde ich nie kommen. Ich weil ich genau weiß, unser Zulieferant, der hat die schon getestet. Die Tests kenne ich schon 3 Jahre. Ja, die kenne ich schon 3 Jahre. Ich nehme mich dann. Aber die muss doch niemandem zeigen. Weil ich ja weiß, dass wir es können. Eben, ja? Da hat ja die entsprechenden Firmen, die zertifiziert sind dafür, solche und befugt sind. Aber dann solche Dinge in Umlauf zu bringen, das ist einfach nicht fair. Nee, da sollten wir auch bitte mit aufhören mit dem Scheiß. Ich wollte gerade sagen. Ja? Oder irgendwelche Freunde haben irgendwelche Arbeiten bewertet. Wenn ich das schon höre, dann, wenn du dann fragst, was ist der Freund denn vom Beruf? Ja, der ist auch im Finanzamt. Ja, nee, ist klar. Der kann eine Arbeit, die eine Werkstatt auf einem, zum Beispiel Wohnmobil, kann der beurteilen, wie lange der dafür brauchen darf. Ja. Also es gibt da sollten wir mit aufhören. Nee, das ist... Weißt du, wenn du Kacke gemacht hast, hast du Kacke gemacht. Dann musst du gucken, dass du die aus dem Raum kriegst. Ich würde sagen. Das ist doch ja keine Frage. Nein. Das ist uns alles schon passiert und da geht es doch gar nicht um. Es geht nur um die Spinner, die irgendeinen Kram behaupten, der einfach nicht richtig ist. Ja. Und wir hören jetzt davon auf, sonst rede ich mich nämlich in Ekstase. Ja. So, was haben wir noch? Ich sehe eine Toilette da stehen. Genau. Ja, jetzt bist du dran. Genau, richtig. Da haben wir auch... Trockentrenntoiletten ist ja auch immer mehr im Trend, was zur Autarkie natürlich führt, beziehungsweise irgendwann strommäßig sind wir gut aufgestellt. Nächstes Problem ist natürlich, irgendwann ist unsere Kassettentoilette voll. Und ja, die letzten Monate, muss ich sagen, sind da immer mehr Anfragen gekommen und da haben wir uns halt auch dazu entschieden, ja, eine Trockentrenntoilette aufzunehmen. Wir waren jetzt von dem Produkt von der Firma Klesana, ist wahrscheinlich jedem Begriff, von überzeugt, haben uns das auch, ja, mal zeigen lassen, haben was uns heißt, da... Entschuldigung, was heißt denn kein Wasser und keine Chemie? Warte ich dann? Ja, dass die wirklich quasi komplett, also die Wasserversorgung wird dort komplett lahmgelegt im Toilettenbereich. Ja. Brauchen keine Chemie mehr für die Toilette. Die ist ja auch, sage ich mal, jetzt nicht gerade günstig, ne, was man immer mit reinfüllen muss. Die arbeitet wirklich komplett mit unserem Strom, den wir dann im besten Falle genug an Bord haben. Und da ist dann quasi ein Beutelsystem, das verschweißt dann kleine sowie große Geschäft komplett ein. Und dann hat man dann einen Beutel, den man in jedem Restmüll entsorgen kann. Ist zugeschweißt, geruchsneutral, also ist wie mal... Hoffentlich bleibe ich da an der Eingangstür vom Wohnmobil nicht im Schloss mit hängen und ja, gut, beschädige mit dem Beutel. Was machst du denn dann? Ja, dann hast du ein Problem. Ja, es soll ja nichts geben, was es nicht gibt, habe ich gesagt lassen. Ja? Wenn ich aber lese, aus der Medizin ins Caravaning, kann ich mir vorstellen, dass das eine gute Sache ist. Das ist es. Es sind wirklich, ich wusste es selber auch nicht, also ich hatte jetzt in dem Moment noch nicht viele Krankenhausaufenthalte, Gott sei Dank, aber es gibt wohl sehr viele Krankenhäuser, wie ich mich auch informiert habe, die solche Trockentrenntoiletten in den Zimmern haben, weil sie nicht jedes Zimmer mit einem sanitären Bereich ausgestattet haben. Auch aus hygienischen Gründen. Ganz genau, aus hygienischen Gründen. Und da sind wirklich solche, wie es auch bei Klesana, wie sie mit werben. Ja, jetzt bin ich ja jemand, der aus der Praxis kommt. Und
versuche doch immer den Leuten genauso zu erzählen. So, jetzt habe ich da drauf gesessen und habe das Ding zugeballert. Ja. Ja, weil das am Vortag alles so lecker geschmeckt hat und die Bierchen waren auch nicht gerade wenig. So, jetzt bin ich da mit einem ganz großen Geschäft fertig. So, was ist dann mit Geruch? Ist kein Problem. Wenn du ein ganz großes Geschäft hast, haben wir bei der Klesana zwei Knöpfe, einen großen und einen kleinen Knopf. Ach. Für ein großes Geschäft und für ein kleines Geschäft. Da war ich jetzt ja nicht so daneben. Nee. Okay. Und dann kannst du dann das große Geschäft wählen und kannst dann wirklich auch sagen, das eine große Geschäft drückst du direkt auf den Knopf, das wird dann schön abgeschnitten, nur ein Beutel verschweißt und sonst schweißt er oder beziehungsweise schneidet automatisch, wenn er drei Beutel hat, automatisch ab. Aber das heißt, der schweißt das auch automatisch zu, muss nur komplett, noch den Beutel nehmen. Komplett eingeschweißt. Ja. Also da ist, muss ich den jedes Mal rausnehmen, den Beutel? Nee, du hast unten eine Auffangkassette und da kann man dann immer reingucken. Aber das ist das Ding, was du so rausziehst. Was du rausziehst, wie viele Beutel passen das? Oder anders, wann muss ich das entsorgen? Wie ist die Zeitspanne? Wie viele Tage komme ich klar? Das ist wirklich, also du hast ja in dem Moment mit einem Folienliner, sprich hast du um die 30 Schuss, glaube ich, wenn ich das so mal sagen darf. 30 Schuss hört 30, zu, ja, ja, genau. Und da muss natürlich mal beobachten, kommt aber ein kleines Geschäft, Großgeschäft. Ja, aber demnach, ich sage, ich bin mit zwei Leuten unterwegs, ja. Ich brauche eine Woche, brauche ich mich da nicht drum. Nein, nee, ja, definitiv. Ist das schon mal mit Geruch hast du ja gar kein Problem. Wenn du mit zwei Leuten unterwegs bist und du hast Kassette, so wie jetzt bei meinem neuen, bist du jeden zweiten Tag fällig. Ist so. Ja, spätestens am dritten. Und dann hast du morgens schon Probleme. Ich wollte gerade sagen. Also eine Woche kommst du zurecht. Eine Woche kommst du zurecht. Das würde mich auch interessieren. Zum Beispiel. Und dann ist auch spätestens mal Frischwasser irgendwann. Ne? Also dann überschneidet sich meistens, dass du sagst, wassermäßig müsstest du... Jetzt übertreiben wir nochmal. Was mache ich denn, wenn der Stuhlgang nicht so fest ist? Das ist auch in dem Moment kein Problem. Das ist ja auch, wenn du jetzt... Ja, da muss man noch mal drüber reden. Ja. Ja, die bieten hier Toiletten an von Glissan. Du hörst immer nur Trenntoilette und alles super. Ja, aber lass das doch uns in der Praxis vertellen. Ja, nee. Also, du hast Dünnschissen und musst da drauf. Ja. Und? Auch kein Problem. Wie gesagt, ist ja alles schön eingeschweißt. Also auch da haben wir kein Problem. Zur Not können wir auch noch unseren Absorber. Das ist so ein, was jeder kennt, wenn er einen Elektroartikel bestellt, diese feuchte Entfeuchterbeutelchen gibt es da in größerer Form. Die kann man dann mit reinschmeißen, der dann quasi auch die Feuchtigkeit aufnimmt. Okay, der kriegt praktisch einen Stromanschluss und gut ist. Hast du noch Stromanschluss. Das heißt, die vorhandene Toilettenanlage wird ausgebaut, korrekt, wird verkleidet, weil da ja Löcher entstehen. Ganz genau. Da haben wir mittlerweile Material dafür, weil wir das oft machen. Ja, und dann wird die montiert. Da ist ein Deckel drauf, da sitzt du ganz normal drauf, wie ganz bei jeder anderen Toilette. Drehbar, auch alles. Drehbar, vielleicht auch noch gemütlicher, wenn ich das Ding sehe. Ich blende das natürlich alles nochmal ein. Die kriegen nur Stromanschluss und fertig. Genau, und die Wasserversorgung wird natürlich noch lahmgelegt. Natürlich bis zum Stück, also nicht, dass wir immer das Wasser in einem toten Arm stehen haben, weil das bildet ja Keime, sondern wird wirklich bis zum T-Stück oder Abzweigung von uns lahmgelegt. Da haben wir auch das entsprechende Equipment zu, dass wir das auch blind legen können. Du denkst an alles, ne? Ja, da muss man alles denken, das stimmt. Ist im Grunde auch vorgeschrieben so. Also ich finde es toll, ich werde mir das überlegen, ob ich das mache bei mir, weil ich habe ja diese Kassettenversion. Und die Woche, wo ich mich da nicht drum kümmern muss, und ich habe auch keine Gerüche in dieser Woche, die, da muss ich drüber nachdenken. Wollte ich gerade sagen, das ist wirklich wieder ein Schritt mehr zur Autarkie, ja, muss man ganz klar sagen. Ja, vor allem Buchse Krawatte. Insofern, du bist doch da ständig top am Tür. Das sind doch Liter, die da durch. Ja, ja, ja. Okay, gut. Jetzt sehe ich hier noch ein Alarmsystem. Genau, richtig. So, du bist schon länger Händler von, erzähl mal. Ja, genau. Wir sind schon einige Jahre von der Firma Titronic, sind wir Premium-Partner und muss man wirklich sagen, jetzt in den letzten Jahren durch den Caravan-Boom ist natürlich auch genauso der Boom im Entwenden der Fahrzeuge. Haben wir letztens ein großes Video Thema gemacht. Sorry, wenn ich dich unterbreche, ist, glaube ich, 14 Tage alt. Genau. Aufgebrochen und alles kaputt gemacht, heißt das, glaube ich. Könnt ihr euch hier auf meinem Kanal angucken. Ganz genau, richtig. Das Fahrzeug steht immer noch hinten am Hof, weil wir da immer noch auf Teile und alles am Warten sind. Ja, wie gesagt, auch ein Desaster, wie ihr ja vielleicht gesehen habt, was da passiert ist. Und das ist natürlich, was wir damit vermeiden können oder abschrecken. Also ist ja natürlich keine Garantie, wenn ich einen Alarmanlage drin habe, dass keiner einbricht. Das ist ja immer so. Das ist ja auch im Haus so. Ne? Du hast eine drin, aber man versucht ja,
so abschreckend wie möglich das Ganze zu gestalten. Ja, und da ist schon so ein Überwachungssystem, was dann abschreckend ist und eine Handybenachrichtigung, Chris, wenn sowas passiert, wo man dann auch vielleicht direkt agieren könnte. Und da baust du hier alles ein in deiner Werkstatt. Ganz genau, richtig. Genau. Gaswarnsystem ist auch ein Stichpunkt. Genau, da ist auch, wie gesagt, Gaswarner bietet Firma Titronic auch an. Propan, Butangas und auch das Narkosegas. Hört man auch immer wieder häufiger, dass genau. Das ja auch nur Gerüchte sein sollen. Ach Quatsch. Kann aber ganz klar sagen, wir hatten vor einigen Wochen hatten wir hier einen Doktor, der hat auch ein Reisemobil gehabt und den haben wir auch autark gemacht. Das Video hatten wir auch damals hochgeladen. Und der hatte dann hier die Anlage gesehen und dann habe ich ihm kurz was dazu erzählt. Und da sagte ich, wo sie gerade hier stehen, ich sage, zum Narkosegas können Sie uns ja bestimmt was sagen. Und dann sagte er, ja, kann ich Ihnen sagen, sagte er, ich habe eine Übernachtung gemacht auf einem Campingplatz in Richtung Frankreich und bin da abends ins Bett gegangen und am nächsten Tag aufgestanden, hatte so einen Kopf, als hätte ich die ganze Nacht durchgesoffen, muss man so wirklich sagen, sagt er, und bin dann durchs Fahrzeug aufgebrochen. Die Frage war aber anders gemeint, ne? Oder? Dass er dir das so erklärte, hast du jetzt ja nicht mit gerechnet beim Arzt. Ja, aber da, so ist es. So, ich kenne die Geschichten auch. Ich kenne persönlich Leute, denen das passiert ist. Ne? Denen das passiert ist. Ich habe immer vermieden, Richtung Spanien zum Beispiel auf Rastplätzen zu übernachten. Ja, das war der Fall. Tun. Ja. Das sollte man nicht machen. Oder näher der Autobahn. Ich bin nur runtergefahren und bin auf einen Stadtplatz gefahren. Ja. Ja? Also wenn ich da nichts gekriegt habe, bin ich zum nächsten gefahren. Dann habe ich, das ist aber nicht oft passiert, weil man kann sich die Routen ja auch festlegen vorher. Klar. Du hast so viele Apps mittlerweile, wo du sowas festlegen kannst, das mache ich auch und das klappt in der Regel gut. Also ich würde niemandem empfehlen, in Frankreich, Spanien auf einem Rastplatz zu übernachten. Das würde ich noch nicht mal in Deutschland machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mache ich auch nicht. Ja, also das dazu, da seid ihr ja Premium-Partner. Genau, richtig. Ja. Genau, so und dann sehe ich oder fühle hinter mir Victron-Produkte. Da müssen wir nochmal drauf eingehen. Richtig. Victron-Produkte, das wollen viele Kunden haben, als Bestandteil zum Beispiel für eine Solaranlage. Da haben wir natürlich in unseren Solarsystemen, ist das Produkt drin. Erzähl mal, was wir da an Regler in der Regel zur Verfügung haben. Also, ja, also alle Regler, die wir natürlich verbauen, sind Smart-Regler, also sprich handymäßig können wir auch überwachen, ob unsere Solaranlage auch funktioniert. Oft haben wir ja das Symptom, Kunden kommen, ich habe eine Solaranlage drauf, vom Händler, wie auch immer, ob die lädt, ob die funktioniert, keine Ahnung. Ich blende mal so einen Screenshot ein. Ja, und dann von meiner Anlage jetzt. Zum Beispiel, wollte ich gerade sagen. Und da kann man schön sehen, was der Ertrag wirklich ist. Wir können Statistiken nachlesen, 30 Tage zurück, was hat meine Solaranlage dann oder dann geliefert. Auch gut. Was alles, finde ich, in der Sache Solar nicht verkehrt ist, wie im Haus, das haben die meisten ja auch, dass sie sich da nachschauen können, was sie geliefert hat und haben natürlich auch alles MPPT-Regler, dass wir wirklich das Maximum aus der Anlage da rausholen. Gut, neuester Stand halt. Ja. Ich wollte nur noch mal sagen, genau. Da haben wir jetzt lange nicht mehr durchgesprochen, da ist ja für uns schon, wie soll ich sagen, tägliches Brot. Aber da hat sich nichts dran geändert. Nee. Auch da gibt es aus meiner Sicht nichts Besseres. Ja, ja, auch was die Garantie angeht, da kommen wir jetzt auch mal ganz in zwei Sätze noch drauf. Wir sind europaweit vernetzt, was genau. Der Austausch der Anlagen angeht. Das heißt, ob du in Südspanien bist oder in Kroatien, das spielt überhaupt keine Rolle. Genau. Ja, das muss man so sehen, als wenn du im ADAC bist. So ist es. Ja? Ist so. Ob der dir jetzt sofort schnell helfen kann, ist die große Frage. Aber du hast zumindest alle Informationen, genau. Wie man dir helfen kann. Ganz genau. Ja, das dauert dann vielleicht bis zum nächsten Tag. Aber ich sage es mit so No-Name-Dinger von irgendwelchen anderen Herstellern, wird das schwierig. Wollte ich gerade sagen. So, dann hat Victron eine Garantieverlängerung, bieten die an. Richtig, genau. Gegen Entgelt, also gegen einen Aufpreis von, ist das immer noch 10%? 10%, genau. Ja. So, den geben wir 1:1 weiter. Das ganz heißt, genau. Du hast drei und fünf Jahre Garantie auf die Produkte, das kommt immer drauf an. Du kannst auf 10 Jahre erhöhen. Korrekt. Zahlst dafür 10% und hast 10 Jahre Ruhe. So ist es. Egal, was passiert. Genau das. Machen sie gut, finde ich gut. Wir verdienen da nichts dran, wir geben es 1:1 weiter. Ja. So, das ist der Vorteil für den Kunden. Ob der das jetzt im Internet irgendwo bestellt oder bei uns, spielt dann keine Rolle mehr. So ist es. Und ist auch wirklich das Service, kann ich ganz kurz was zu sagen. Wir hatten jetzt einen Kunden, der hatte mit seiner Solaranlage Probleme, haben natürlich telefonisch versucht zu helfen. Und dann hatte ich gesagt, pass auf, was wir machen können, die Anlage mal stromlos machen, dass sich der Regler resettet, wie beim Handy mal neu hochfahren oder Computer. Und er sagte, ich gehe da nicht dran, ist dort im Ausland, ich glaube, ich war Italien, wenn ich das richtig im Kopf habe, zu einem Victron-Partner
unentgeltlich wurde dem da geholfen, dem Mann. Also das muss ich nochmal dazu sagen. Ja, also, das wird bei verschiedenen Eigenprodukten, die manche Kollegen haben, nicht der Fall sein. Ja, nur mal dazu, weil ich sag mal, wichtig ist, jeder kann machen, was er will, jeder kann das Produkt nehmen, was er will. Für mich ist aber sonnenklar, dass ich einen Wohnmobilisten als Kunden habe. Ich habe keinen, der ins Hotel fährt oder sich einen Sonnengott unterm Arm nimmt und setzt sich damit in der Bahn, weil er nach Sylt fährt. Das haben wir nicht. Nee. Wir haben einen Wohnmobilist, ja, der auf Reisen ein vernünftiges Produkt braucht. So. Jetzt haben andere auch vernünftige Produkte. Ja, ganz so ist das ja nicht. Nee, wir bedienen uns ja an dem Markt und nehmen uns das Beste daraus. Das ist unser Anspruch. Aber das ist so wie bei Autos. Ja? Fiat baut auch super Autos. Das wird nichts. Das ist nicht eher Schrott wie vor 30 Jahren. Da ist ja rostig und aus dem Laden. Ja. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja ein perfektes Auto geworden. Also schon lange. Ja, ja. Ne? Ich meine, du hast ja auch ein Fiat-Autohaus. Das darf man ja ruhig mal so sagen. Klar. Das ist heute ein perfektes Auto. Die Autos, die du mir schon zur Verfügung gestellt hast, um mal da irgendwo mit hinzufahren oder als Leihfahrzeug, die waren alle super. Da war, konntest du nichts gegen sagen. Ja, also die Verarbeitung und das alles wollte ich nur mal am Rande erwähnen. So, dann bedienen wir doch jemanden, der will doch, wenn dem in Italien irgendetwas passiert, will er doch schnell geholfen werden. Klar. So, das kann ich doch mit einem Produkt, was ich sag mal, bei irgendjemand gekauft habe, der das nicht bieten kann, einen europaweiten Garantieservice, da stehe ich auf dem Schlauch. Dann bin ich am Schicken. Oder bring mir das doch mit, wenn irgendeiner auf Facebook zufälligerweise in die Richtung fährt. Das ist da alles Käse. Da kannst du mich doch vertellen, was du willst. Ja, das muss nicht passieren, aber das kann passieren und das passiert. Das passiert. Passiert bei uns, passiert bei allen anderen auch. Gibt vielleicht jemanden, wo das nicht passiert. Das kann ja sein. Dass man gut, ist doch nicht schlimm. Also bei uns ist das ja kein Thema. Den Fall kenne ich aus Südspanien auch. Da haben wir das sogar in einem Baumarkt tauschen können. Ja. In einem Baumarkt. Ja. Also das dazu. Jetzt sind wir aber durch. Ne? Also wir haben nochmal Wert gelegt und haben die ganzen Produkte nochmal eng zusammengestellt, was die Beratung angeht. Haben uns etwas erweitert mit Toiletten, dass wir die jetzt, weil das auch immer wieder zur Sprache kommt. Genau. Ja? Sonnengott ist nach wie vor das Beste, was es auf dem Markt gibt, ja? An Ertrag. Ertrag. Und wie ich finde auch, an Material, alles aus Edelstahl, alles aus Aluminium. Ja. Selbst die kleinste Niete, Schraube ist noch Edelstahl, sodass du das Ding auch an den Strand stellen kannst. Bei Salzwasser, Wasser und das rostet nichts. Ja, haben wir übrigens ausprobiert. Ich wollte gerade sagen, ja, das stimmt. So, ich drehe mich nochmal um. Was haben wir denn noch? Da haben wir noch ein schönes Victron-Produkt hängen, Multiplus. Genau. Ja, jetzt bist du dran. Ja, das ist ja auch unser großes Kombigerät, da haben wir ein Ladegerät drin, was wir natürlich mit unserer Victron-Software, die wir natürlich haben, komplett auf die jeweilige Lithium-Batterie, die wir dann installieren, einstellen können, die jeweiligen Kennlinien. Wir können den komplett programmieren, wir können den updaten, alles gar kein Problem und können das Ganze dann natürlich vernetzen über unser Servo GX und unser GX Touch, dass wir wirklich sagen können, wir sehen unsere Solarenergie vom Victron-Regler, wir sehen über dem Victron Smart Shunt unsere Batterie und können dann auch über das Touch-Display zum Beispiel unseren Multiplus, hier hängt es zum Beispiel der 3000er, gibt es ja auch 2000er, auch 1700er, kleinere Versionen oder auch natürlich größere Versionen, die wir natürlich dann schön über unser Touch-Display steuern können. Ganz interessant natürlich bei diesem Gerät, die Landstrombegrenzer. Das ist immer wieder, wo jetzt hier die Kunden erzählen, ich fahre nach Italien, stecke meinen Strom ein am Land, mache meine Klimaanlage an, alles fliegt raus. Haben wir hier natürlich schön die Möglichkeit, wir stellen unsere Landstrombegrenzung ein. Ich ziehe vom Netz 6 Ampere, 4 Ampere und den Rest holt er sich aus meiner Lithium raus. Und das ist natürlich eine ganz feine und interessante Sache für die Kunden, die auch wirklich sagen, ich nutze meine Klimaanlage am Netz und kann dann hier drüber dann natürlich schön die Begrenzung einstellen. Genau, ist alles inklusive. Alles mit drin, Ich finde auch, das System hat sich bei uns ganz gut durchgesetzt. Also viele Kunden wollen dieses Produkt haben. Ich habe das ja auch, du hast das, wir haben dieses GX-Touch, das ist natürlich der Hammer, du kannst alles sehen. Du kannst alles sehen, im Vorbeilaufen siehst du, was ist mit deiner Batterie, ohne dass du da irgendwelche wilden Apps öffnen musst oder irgendwas, irgendwelche Knöpfe, das kannst du dir so einstellen, dass du das permanent siehst. Bei mir zum Beispiel, wo ist das so?
Dann sehe ich, was von der Solaranlage reinkommt. Genau. Was geht in der Batterie und was geht raus? Wenn ich abends da sitze, gucke Fernsehen, habe einen Laptop an, ja, und die Kaffeemaschine läuft vielleicht noch nach dem Abendessen für einen Espresso, ja, dann sehe ich, der zieht 180 Ampere aus der Batterie, macht unserer Batterie nichts aus, weil wir das zur Verfügung stellen können. Genau. Das wollte ich auch noch mal sagen. Bei uns ist das nämlich abgestimmt. Da ist das eine mit dem anderen abgestimmt. Wenn ich einen Wechselrichter anbiete, der hat, ich sag mal, wie in dem Falle 2650 Watt, genau, so circa, ja, dann kann ich die bedienen. Ja, dann schaltet der sich nicht nach 2000 Watt ab. Das hast du nämlich bei, da muss man aufpassen. Deswegen heißt das Zauberwort Beratung und gute Planung. Ganz genau. In dem Sinne würde ich sagen, jetzt haben wir unseren Zuschauern einiges an Zeit abverlangt. Wenn ihr Fragen habt, her damit. Wenn ihr beraten werden wollt, zum Beispiel von René bei GNS Bettbusch, ich blende nochmal die Kontaktdaten ein. Und ansonsten würde ich sagen, ja, ich packe jetzt meine Klamotten ein, wenn ich wieder nach Hause komme. Dann bin ich noch ein paar Tage hier und dann fahre ich auf Winter-Kroatien-Tour. Ja. Da bin ich mal gespannt und ich freue mich drauf. Das glaube ich. In dem Sinne, hast du noch irgendwas? Gibt es noch irgendein Fest zu feiern oder verschenken wir noch irgendwas bei GNS oder so? Wir haben ja weiterhin noch unsere Aktion mit unserer Kompressorkühlbox. Ach, doch ein Geschenk. Ja. Erzähl. Ja, die haben ja weiterhin noch im Programm, ob man, wie du eben sagtest, das Leistungspaket 1, 2 oder 3 nehmen, sprich Kombination Solaranlage mit Lithiumbatterie. Haben wir immer noch dann als Geschenk die Kompressorkühlbox gratis hinzu. 50 Liter von LG Kompressor mit drin und wie gesagt, super Produkt, habe ich mit drin, hat, glaube ich, ihr habt es auch mit drin, ne? Ist super Ergänzung. Der Kompressor, wir sind 10 Minuten auf minus 20 Grad, kann ich nur sagen. Ja? Kriegst du dazu geschenkt, ja, und dem ist auch hier nichts hinzuzufügen. Dann würde ich sagen, Madet Jod, schöne Weihnachtszeit, das ist ja jetzt. Mit 6 Wochen ist, glaube ich, alles vorbei schon. So ist es. Ja. Schöne Weihnachtszeit, besucht vielleicht einige schöne Weihnachtsmärkte. Lasst es euch in dem Sinne gut gehen. Esst was Gutes. Trinkt was Gutes. Bis demnächst, euer Guido von GNS TV. Ciao. Ciao.